Good morning in the morning und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht es um unsere läufige Maus, die wir in unserem Bett gerade schlafen lassen. Um dieses Mädchen geht's heute. Muffi. Ah ja. Hi Schnuffi. Hi Muffi Maus. Hallo. Genau um die Maus geht's heute. Ich nehme euch einfach mal mit. Ihr wünscht euch immer mehr Vlogs mit Milou und Alltag mit Milou und. Deswegen kommt jetzt ein Alltagsvlog mit Milou, die läufig ist, also ein läufiger Hündin-Vlog. Ich muss gestehen, ich habe die Hälfte, nicht die Hälfte des Tages, aber den Morgen habe ich euch schon vergessen aufzunehmen. Also die erste Runde ist hier schon draußen gewesen. Wir haben auch schon gefrühstückt, der Hund auch. Deswegen nach dem Frühstücken ist immer noch mal ganz kurz Kuschelzeit und dann darf sie auch ins Bett reinkommen. Also sie schläft nicht bei uns im Bett. Das ist eben immer nur ein Ritual danach. Obwohl wir es gerade so ein bisschen bereuen, weil da ist es ja. Ja. Schnupp. Ja, irgendwie ist es in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden. Ich weiß auch nicht. Also das ist jetzt ihre zweite Läufigkeit und die erste war relativ entspannt. Ja, jetzt wird wieder sauber gemacht werden. Also das macht sie auch eigentlich relativ gut, dass sie sich da irgendwo sauber hält. Aber diesmal blutet sie ein bisschen mehr. Und deswegen haben wir dann solche Fails auf unserer weißen Bettwäsche. Yay. Ansonsten ist meine Mission, da muss ich jetzt ein bisschen flüstern. Ich gehe heute noch in die Stadt, weil Roman hat morgen Geburtstag, also Samstag. Das Video kommt ja Montag, dementsprechend kann ich es erzählen. Und ich habe noch ein paar Sachen, die ich besorgen muss, weil der Herr hat ja einen kleinen Aufräumzwang. Und deswegen kann man hier zu Hause immer nichts verstecken, ohne dass das mitbekommen würde. Und deswegen kaufe ich immer so kurz vor knapp. Deswegen muss ich heute nochmal losdüsen und ein paar Sachen besorgen. Und das Wetter ist nicht so geil, deswegen heißt es heute ein bisschen wärmer anziehen. Hier ist übrigens der Mann. Was machst du? Mannschaftskasse. Die Mannschaftskasse führt er. Und er hat gleich Training. Und dann bleiben Milou und ich allein. Da gucken wir unser schönes Bild. Das gucke ich jetzt immer an zum Frühstücken. Das Frühstück-Verstecken von Milou hat draußen stattgefunden. Also wir verstecken ihr jetzt immer so ihr Frühstück ein bisschen oder legen Sachen oben drauf. Dass sie so ein bisschen ihre Nase verwenden muss und vor allem auch jetzt dadurch, dass sie halt läufig ist und ich sie nicht draußen mit anderen Hunden großartig toben lassen kann, ja, machen wir das Ganze halt einfach, dass wir sie zu Hause ein bisschen auslasten und alles, was so mit der Nase zu tun hat und sowas, das lastet ja Hunde extrem aus und dieses Mal war es eben jetzt draußen versteckt und das Handtuch war oben drüber, bedeutet, sie musste das Handtuch noch von ihrem Futter runterbekommen, um jetzt fleißig zu essen. Und das macht sie mittlerweile richtig gut. Sie fragt immer mal wieder nach Erlaubnis, ob sie es wirklich machen darf und würde gerne vielleicht Hilfe haben, um es einfacher zu machen, aber sie kriegt es dann doch immer wieder ganz gut hin. Als wäre die Läufigkeit nicht schon genug für die Maus, hat sie auch noch eine Bindehautentzündung und sie weiß jetzt schon ganz genau, was passiert. Sie kriegt nämlich Augentropfen. Ja, dieser Hund. Siehst du, das warst du schon. Super! Ja, super! Na komm, dafür gibt's was. Jetzt machen wir die erste etwas größere Runde. Ich habe nur eine kurze Leine dabei, weil ich sie jetzt nicht vorhabe, irgendwie auf einer Wiese großartig spielen zu lassen, sondern jetzt werden wir einfach erstmal ein bisschen Leinenführigkeit wieder lernen. Und ja, dafür, okay, Masi, dafür brauche ich jetzt nicht die große Leine mit Geschirr irgendwo mitnehmen, sondern ja, lasse sie halt einfach hier, lasse sie dafür aber auch viel schnüffeln, einfach, dass sie trotzdem auf ihre Kosten dann kommt. Achso, hier übrigens, weil ich glaube, manche sich immer wundern, da ist ein Knoten noch drin, also das ist kein Zughalsband, was dann zuzugeht. Und dann kann man das hier richtig schön zumachen und das ist so praktisch einfach, mega geil. Ganz, ganz, ganz viel geschnüffelt und ganz viel markiert. Aber, wie gesagt, die Zeit lasse ich jetzt auch, weil wir ja nicht so viel toben und ja,
du so einfach sich dann ein bisschen auslassen kannst. Gestern habt ihr den Junghund-Vlog einmal nochmal angeschaut und da sage ich mit unter anderem zum Beispiel, dass wir ein Geschirr und eine Leine, ein Geschirr und ein Halsband tragen. Das machen wir tatsächlich so nicht mehr. Also das haben sie über Bord geworfen und machen das Ganze ja, nur noch eben mit dem Halsband oder besser gesagt jetzt mit der Leine, wo das Halsband mit dran ist, weil wir irgendwie ein besseres Gefühl einfach dabei hatten und muss man ganz ehrlich sagen, weil wir einfach faul waren, weil sie ja immer noch Angst vom oder wieder Angst vom Geschirr hat und uns das irgendwie zu lästig geworden ist. Shame on us, ja. Es funktioniert so, deswegen lassen wir es jetzt gerade so. Also, Roman schafft es auf jeden Fall immer wieder, seine Sonnenbrillen kaputt zu machen oder zu verlegen. Deswegen kriegt er eine neue Sonnenbrille zum Geburtstag. So, um einmal zu erklären, wie wir das eigentlich so machen. Wir hatten ja die Leine und das Geschirr, um sie unterscheiden lassen zu können, wann kann sie schnuppern und wann nicht. Und jetzt, nachdem wir das ja nicht mehr haben, müssen wir das ja anders irgendwie deutlich machen. Und das machen wir meistens jetzt, indem wir ihr sagen, eben Schritt oder eben nicht Schritt. Und im Schritt darf sie es nicht. Und wenn sie nicht im Schritt ist, sondern frei läuft, dann darf sie das alles. Ich mache in einem Café, weil ich jetzt kurz was online stellen muss auf Instagram. Und damit ich nicht irgendwo im Nirgendwo stehe oder sitze, mache ich das meistens dann in Cafés. Und dann gönne ich mir gleich mal noch ein Bananenbrot und die Maus muss ein bisschen Pause machen. Das checkt sie aber auch ziemlich gut. Also da haben wir das Wort Pause einfach eingeführt. Und dann weiß sie, okay, jetzt passiert nichts, jetzt wird entspannt. Gestärkt geht der Shoppingwahnsinn weiter. Milo immer noch on fire. Sind wir einfach, ich glaube, also über 2 Stunden auf jeden Fall unterwegs und sie ist so brav, sie macht das so gut. Langsam wird sie ein bisschen unruhig, muss man sagen. Aber ich habe eigentlich auch fast alles. Ich will jetzt nur ein neues Spiel noch holen. Oh, wir hinterlassen überall Blutflecken. Wir tun so, als wäre nichts. Jetzt kommen wir dem Ende unseres tatsächlich sehr langen Spaziergangs entgegen. Und hinterm Haus, da lasse ich sie dann gerne auch mal ohne Leine ein bisschen laufen, weil ich es hier einsehen kann, auch mit anderen Hunden. Also das mache ich aber natürlich nur, weil ich jetzt versichern kann, dass sie jetzt irgendwo auf mich noch hört. Also wenn sie in der Standphase jetzt irgendwo wäre, dann würde ich es nicht machen, weil dann würde sie auch weglaufen. Aber jetzt ist sie noch in der Phase, wo sie andere Hunde wegbeißt und so. Deswegen finde ich das ganz gut machen. Und dann machen wir ganz gerne so ab und zu ein bisschen Übungen. Hier hinten noch, zeige ich euch jetzt. Rauf. Ja, super. Gut gemacht. Rum. Ja, sehr gut. Und rauf. Rauf. Ja. Und runter. Super. Nicht zu vergessen, was wir immer machen, ist Milo. Rechts. Ja. Links. Na, wo bist du? Ja, sehr gut. Sitz. Super. Okay, Milo. Und same every day. Milo muss draußen warten, bis sie das okay bekommt. Okay. Ja. Was wir dafür brauchen. Also 3 Tomaten. Was zur Hölle? 3 Zitronen natürlich. Knoblauch. Ich habe jetzt nur eine Zehe. Sie hat 3 benutzt. Wir benutzen andere Nudeln, weil wir die sehr gerne mögen. Wir haben nur normales Basilikum. Sie hat noch Zitronenbasilikum und dann ein bisschen was von der Butter. Wir müssen das noch reiben. Ich gucke hier währenddessen noch die Anleitung, damit das hier auch funktioniert. Ich bin ehrlich, den Part hasse ich ja, aber wenn mir jemand sagt, dass das es bringt, dann mache ich es halt. So sieht's also jetzt aus. Sind wir mal gespannt. Also ich sag, die Nudeln sind dir schon, also die sind selbst mir schon zu matschig. Also ich habe da die falschen Nudeln in dem Sinne. Ist ganz gut? Ja, sehr gut. Auf geht's in die letzte Runde. Bin schon in dem Sinne abgeschminkt und soweit fertig gemacht. Und jetzt machen wir noch die kurze letzte Runde mit ihr.
sondern soweit ich das vereinbaren kann, darf die Maus auch ohne Leine dann laufen, Camila. Sehr gut. Und dann ja, gehen wir so, weiß ich nicht, 15 Minuten, irgendwie sowas. Also das ist so die allerletzte Runde, weil sie jetzt echt kaputt noch irgendwo war vom Tag. Immer wenn wir übrigens hinten reingehen, dann macht sie das. Weil das auch eine Art von Markieren natürlich ist, ne? Schnuffi? Wir würden sonst eigentlich immer noch eine zweite Runde auf jeden Fall drehen. Aber dadurch, dass wir ja, mit ihr jetzt heute, oder ich mit ihr heute jetzt einfach 4,5 Stunden in der Stadt unterwegs war und sie das auch noch nicht wirklich kannte, ja, ist das auf jeden Fall erstmal mehr als genug für den Kopf gewesen. Sie schläft nur, also es ist jetzt nicht, dass sie Auslastung gerade einfordert und braucht. Und dann muss man so ein bisschen auf den Hund hören, dass man nicht zu viel macht, weil sonst, also wir machen dann halt einfach in dem Moment nicht zu viel, weil wir auch nicht wollen, dass sie sonst zu viel irgendwann einfordert und sich daran gewöhnt sozusagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, hört einfach auf euren Hund. Hört auf euer Gefühl, je nachdem, was euch euer Hund irgendwo anzeigt. Das wird gerade in dieser Phase das Richtige sein. Und bei Milou merken wir eben, sie will nicht viel. Also wenn sie jetzt dauerhaft kommen würde und bei uns das Spiel einfordern würde, ne, also wir merken mittlerweile halt einfach, wie Milou reagiert, wenn sie Aufmerksamkeit braucht, dann würden wir nochmal was machen. Und dann würden wir nochmal mehr machen. Aber durch die ganzen Eindrücke, jetzt eben heute vom Shoppen, sie kannte das noch gar nicht mit Geschäften und mit vielen Menschen und die ganze Zeit an der Leine laufen und sowas. Und das hat sie so gut gemacht und ich glaube, dass das, also ich habe während dem Spaziergang, ganz am Schluss in den letzten zwei Geschäften habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass sie ja von der Aufmerksamkeit her nicht mehr so ganz da war. Und dann war ich in einem Geschäft, wo ich mir tatsächlich ein Stand gekauft habe, gleich angezogen, und war in diesem Geschäft und dann habe ich das Kleid anprobiert und dann hat sie sich auf den Boden dann gelegt und ist sofort straight eingepennt. Und dann wusste ich, okay, alles klar, wir müssen jetzt langsam den Heimweg antreten, mein Gott. Genau, und dementsprechend, das haben wir dann gemacht und ja, dann hier zu Hause habt ihr es jetzt sehen. Also, genau, hört einfach auf euren Hund. So läuft nicht jeder Tag bei uns ab. Manchmal ist es auch ein bisschen anders. Ich meine, so ist es noch ein bisschen länger läufig, wenn ihr nochmal einen Vlog irgendwo diesbezüglich haben wollt, weil ihr sagt, boah, cool, da hole ich mir irgendwo tatsächlich ein bisschen was raus, dann sagt sehr gerne Bescheid. Und ansonsten, voll schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und euch einen wunderschönen Start in die Woche, weil ja jetzt die Videos immer montags kommen. Also,